Heute gibt es von mir für euch ein leckeres Smoothie-Rezept. Und was das ist, das seht ihr gleich. Hallo zusammen, ich habe ein Smoothie vorbereitet, beziehungsweise ein Rezept, und werde euch da gleich zeigen, wie das funktioniert. Und es ist ein Smoothie mit Rote Beete und Heidelbeeren und ein paar andere Leckereien. Und viele wahrscheinlich werden jetzt sagen, oh nee, Rote Beete mag ich nicht, schmeckt mir nicht, will ich nicht. Aber gebt der Roten Beete eine Chance und probiert es aus. Wenn ihr nicht so Fan davon seid, probiert es vielleicht mit ein bisschen weniger aus. Ich habe jetzt eine ganze Knolle rein, also so eine mittelgroße. Und genau, dann probiert es einfach mit einer halben und tastet euch so langsam ran. Und genau, vielleicht fangt ihr an, Rote Beete zu lieben. Ja, warum eigentlich Rote Beete und Heidelbeeren? Ich finde, erstens geben sie so eine schöne Farbe zusammen. Rote Beete macht immer alles sehr, sehr schön, weil alles so knallig rot wird und das leuchtet richtig. Und die Heidelbeere macht nochmal so einen tiefen, dunklen Ton rein. Und das Auge isst bzw. trinkt ja bekanntlich mit. Ich fand diese Farbe einfach so bezaubernd. Außerdem besitzen Rote Beete und Heidelbeeren viel Magnesium und Eisen und spendieren euch noch eine große Portion Vitamin C, was gerade bei diesen trüben Tagen dann ganz angenehm ist, wenn man einfach von innen nochmal so einen Schub bekommt. Und ja, ich trinke deswegen auch Smoothies häufig in der Früh. Einfach, wenn es ein bisschen schneller gehen muss, mixe ich die Sachen zusammen, die ich zu Hause habe. Und wo ich mir denke, das könnte schmecken zusammen. Und so bin ich dann auch auf dieses Rezept gekommen. Und mache halt meistens noch ein bisschen Gemüse mit rein, beziehungsweise irgendwas, was das noch ein bisschen gesünder macht. Also klar, ein Smoothie an sich schon gesund. Auch mit Obst, aber wie gesagt, Gemüse kann man sozusagen noch leicht beisteuern, weil es einfach trotzdem noch schmeckt, wenn man auch die süße Komponenten drin hat und sozusagen gleich ein bisschen Gemüse mitessen kann. Und es halt so einfach und schnell geht und es ist halt roh und es ist halt super gesund. Ja, wie das funktioniert und wie einfach es eigentlich ist, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen natürlich Rote Beete und dann noch Saft einer Zitrone. Ich habe hier eine halbe verwendet. Ich benutze meistens frische Zitrone, aber man kann natürlich auch Zitronensaft benutzen. Weiter brauchen wir einen Apfel und eine Handvoll Heidelbeeren. Ich habe hier so gute 100 Gramm. Außerdem habe ich zwei Bananen benutzt. Ich schneide hier den Strunk noch von der Rote Beete ab und schneide hier dann groben Würfel. Mein Mixer schafft es eigentlich ganz gut, die dann noch zu zerkleinern. Mit dem Apfel mache ich das gleiche, den viertel ich und entferne eigentlich nur den Stiel. Dann fange ich an, die Bananen zu schälen. Die werde ich nachher noch in dem Mixer ein bisschen kleiner machen. Aber das mache ich dann meistens mit der Hand, weil die so weich sind. Genau, dann alles in den Mixer geben. Ich fange mit der Rote Beete an, dann die Banane, ein bisschen was Weicheres, dann der Apfel. Jetzt presse ich die Zitrone rein und dann macht das auch nicht, wenn da ein paar Kerne dabei sind. Die geben noch ein paar Bitterstoffe ab. Und anschließend füge ich noch das Wasser hinzu. Und die Heidelbeeren natürlich. Das Ganze mixen wir jetzt und lassen das so 1 bis 2 Minuten schön durchmixen. Am Ende ist es eine schöne cremige Masse und die fülle ich jetzt in ein Glas ab und ich sehe, das ist eine schöne, schöne Farbe geworden und ich stecke noch einen Strohhalm dazu und das ist schon eine fertige Smoothie. Ja, so einfach geht das mit dem Smoothie und ihr seht, er hat wirklich eine schöne Farbe. Wenn ihr jetzt nicht ganz so einen guten Mixer habt, wie ich den habe, dann am besten schneidet ihr nochmal die Sachen ein bisschen kleiner. Und mit dem Wasser sollte es eigentlich schon funktionieren. Also wie gesagt, genügend Wasser dahin zugeben, damit auch der Mixer bzw. die Räder, diese Schneidemesser die Sachen anziehen können und dann vermixen können. Ja, das war's schon für heute. Und ich wünsche euch einen gesunden Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und bis bald. Tschüss.